Und ich rufe auf, oh, das ist jetzt viel. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 51, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Bildung ist in Zukunft digital. Digitales Lernen an hessischen Schulen umfassend umsetzen. Drucksache 20-8535. Gemeinsam mit dem Antrag Top 35 der Kollegen Degen und weitere Zukunft des Unterrichtens in einer digitalen Welt. Gründung eines Zentrums für digitale Bildung in Hessen. Das ist die Drucksache Nummer 8219. Gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 69, dringlicher Entschließungsantrag der AfD, digitale Bildung an Schulen mit Maß und Ziel. Das ist 8578, Drucksachennummer aus dieser Legislaturperiode. Und gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 70, dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU, Bündnis 90 Die Grünen, deutliche Fortschritte bei der digitalen Ausstattung und der Pädagogik im Rahmen eines Landesprogramms Digitale Schule Hessen für mehr Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung. Das ist die Drucksachennummer 8580. Da es der Setzpunkt der FDP ist, hat der Kollege Promny zunächst das Wort. Und wir haben uns darauf verständigt, dem Ältestenrat 10 Minuten Redezeit. Herr Promny, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bildung ist in Zukunft digital, und das ist unsere Grundüberzeugung. Denn digitale Bildung ermöglicht beste Bildungs- und Teilhabechancen für alle. Und hier ist MINT-Wissen ein wichtiger Hebel. Und gerade der MINT-Aktionsplan 2.0 unserer Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist dafür ein guter und ganzheitlicher Ansatz. Denn wir brauchen MINT-Begeisterte, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können. Und für Hessen müssen wir uns die Frage stellen, was können wir als Land tun? Wie können wir unsere Schulen für die Zukunft als einen guten Lernort gestalten? Und darüber haben wir im Februar mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Praxis und Politik diskutiert. Und drei Grundüberzeugungen waren dabei leitend. Erstens, unsere Schulen brauchen mehr Freiheit, um digitale Bildung umsetzen zu können. Zweitens, wir müssen neue Technologien nutzen, um Chancengerechtigkeit zu verbessern. Andere Länder machen uns das ja bereits vor, wie das geht. Und drittens, Schule muss sich natürlich kontinuierlich weiterentwickeln. Und um das umzusetzen, müssen aber die notwendigen Voraussetzungen auch dafür geschaffen werden. Kommen wir zur ersten Voraussetzung, der Infrastruktur. Eigentlich Voraussetzung null. Aber die digitale Infrastruktur ist in Hessen weiterhin nicht flächendeckend gegeben, meine Damen und Herren. Alle Schulen brauchen einen gigabitfähigen Internetanschluss, und alle Schulen brauchen WLAN, und zwar überall, von der Sporthalle bis hin zum letzten Kunstraum. Die Landesregierung läuft ja durch die Lande und vermarktet immer gern die Zahl der Schulen, die sie mit gigabitfähigem Internetanschluss versehen haben. Und wir haben da ja kürzlich erst auch darauf hingewiesen, Kollege Stürbeck hat es ja herausgearbeitet, dass rund 70% der Schulen im ländlichen Raum bereits gigabitfähig angeschlossen sind. Das ist schon mal gut. Heißt aber auch, 30% sind immer noch nicht angeschlossen. Und das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Außerdem brauchen wir überall professionellen IT-Support, technisch, pädagogisch geschult. Und da haben in der Vergangenheit viel zu oft unsere Lehrkräfte in Hessen das alles on top machen müssen. Und, meine Damen und Herren, am Geld kann es ja gerade nicht mehr liegen. Denn die Bundesregierung hat ja großzügig auf den Digitalpakt draufgepackt. Und dem neuen Koalitionsvertrag auf Bundesebene steht der Digitalpakt 2.0. Und die Fraktionen von Schwarz-Grün begrüßen das ja in ihrem Antrag sogar. Also unterm Strich, der Digitalpakt 2.0 kommt, und das ist auch gut so. Ich komme zum zweiten Punkt, die digitalen Endgeräte. Es freut mich, dass Sie Ihren Antrag auch immer wieder auf die bereits verteilten Endgeräte verweisen. Das scheint ja mittlerweile schon so ein Kontinuum bei Ihnen zu sein, dass Sie immer wieder die Zahlen da rausgraben. Da hätte mir auch schon fast was gefehlt, wenn Sie es nicht gemacht haben.
Wir haben aber auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ohne den Bund wäre da bis heute nicht wirklich viel passiert. Das ist die traurige Tatsache. Und das, was wir da gerade erleben oder das, was wir gerade haben, ist weiterhin nur eine Verlegenheitslösung. Irgendwann müssen Sie sich nämlich mal dafür entscheiden, Endgeräte für alle, bring your own device oder lease your own device. Wir haben uns da klar positioniert. Wir sagen, bring your own device, umsetzen. Aber auch das kann man natürlich nicht einfach auf den Rücken der Schulen abwälzen. Denn die sowieso schon häufig überlasteten IT-Beauftragten können sich nicht noch mit x unterschiedlichen Systemen auseinandersetzen. Deshalb braucht es da ein Konzept. Und zum Beispiel könnte das bedeuten, an Geräte bestimmte Anforderungen zu stellen. Und wenn diese erfüllt werden oder beziehungsweise nicht erfüllt werden können, dann entsprechende Leihgeräte zur Verfügung zu stellen. Die dann aber bitte ausreichend und qualitativ hochwertig, meine Damen und Herren. Der nächste Punkt im Bereich der Infrastruktur ist mir besonders wichtig. Es braucht nämlich ein Digitalisierungsbudget an unseren Schulen. Wir müssen den Schulen nämlich die Entscheidungsfreiheit geben. Wenn einmal die grundlegenden Voraussetzungen geschaffen sind, sollten die Schulleitungen nämlich eigene pädagogische Schwerpunkte legen können. Und das ohne überbordende bürokratische Prozesse und Misstrauen gegenüber den Schulleitungen, meine Damen und Herren. Voraussetzung 2. Wir müssen technologisch auf den neuesten Stand kommen. Und schauen wir uns das Beispiel Alberta in Kanada an. Hier werden unterschiedliche Daten für die Schulentwicklung genutzt, zu Kompetenzstandards, Bildungsbiografien, aber auch zur Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte und der Eltern. Alle Daten zusammengenommen geben dann ein Gesamtbild. Wie entwickelt sich die Schullandschaft? Wo geht es hin und wo muss man nachsteuern? Denn nur durch eine datengestützte Schulentwicklung können wir Chancengerechtigkeit tatsächlich wirklich voranbringen in diesem Land. Wir wollen zum Meister der Chancengerechtigkeit werden und zugleich ein hohes Leistungsniveau erreichen. Datengestützte Schulentwicklung funktioniert, aber natürlich nur mit einer Bildungsplattform. Denn wer Daten auswerten will, braucht bekanntermaßen erst einmal die entsprechenden Daten. Und das Schulportal ist ja weiterhin nicht so wirklich leistungsfähig. Auf das Videokonferenzsystem will ich gar nicht erst eingehen. Da haben wir ausreichend schon drüber diskutiert. Aber es sieht ja alles danach aus, als müssten wir uns mit dem Schulportal zufrieden geben. Dann müsste es aber wenigstens konsequent weiterentwickelt werden, meine Damen und Herren, und zwar phasenübergreifend und über Institutionen hinweg. Denn nur so kann Kollaboration auch tatsächlich funktionieren. Und um Chancengerechtigkeit geht es auch bei dem Einsatz von KI, etwa bei der Klassenorganisation oder aber auch insbesondere bei der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern. Um künstliche Intelligenz in unseren Schulen umfassend einzusetzen, fordern wir daher einen Einsatzrahmen für künstliche Intelligenz. Wir fordern die Einrichtung von KI-Innovationsschulen und dann bitte mehr als zwei, meine Damen und Herren, und einen Pool KI-gestützter Anwendungen. Die dritte Voraussetzung, Kollege May, warum sind Sie denn immer so schlecht gelaunt? Ich hatte vorhin eigentlich gedacht, Ich hatte eigentlich gedacht, dass Sie den Gute-Laune-Tee 8 Minuten haben ziehen lassen und nicht nur 4. Also das ist wirklich schade. Voraussetzung 3. Digitale Bildung muss rein in die Lehrpläne. Und dazu gehört, dass die hessischen Kerncurricula kontinuierlich überprüft werden. Und dazu gehört auch, Kollege May, wirklich, ich weiß ja, dass Sie nicht gut gelaunt sind, aber das ist jetzt noch einmal unterstreichen müssen. Hören Sie mal. Ich bitte darum, dass wir mit den Dialogen jetzt aufhören und der Herr Promny seine Rede fortführt. Danke, Herr Präsident. Der Kollege May wird schon zuhören, vielleicht lernt er dann noch was. Dazu gehört aber auch ein verpflichtender Informatikunterricht. Schauen Sie sich mal die Deutschlandkarte der Informatikgesellschaft an. Herr Kollege May, empfehle ich Ihnen insbesondere,
Denn herzlichen Glückwunsch, Sie haben wieder einmal die rote Laterne. Hessen ist neben Bremen das einzige Bundesland, das weiterhin keinen Informatikunterricht in der Sekundarstufe 1 anbietet. Unfassbar. Wahnsinn. Unfassbar. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ja, und so viel sei zugestanden, Kollege May, es hat sich ja in den letzten Jahren schon einiges bewegt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Tatsache ist doch, dass das überhaupt nicht reicht. Und meine Damen und Herren, wir haben jetzt Vorschläge gemacht. Die haben wir hier auf den Tisch gelegt. Die wollen wir diskutiert sehen. Jetzt sind Sie am Zuge, hier tatsächlich substanziell auch mal was zu liefern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Geis. Ist als Nächste heran und dann kann sich der Kollege Schulz schon mal mental vorbereiten. Nee, Quatsch. Kollege Enners. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Dem Antrag der Freien Demokraten werden wir zustimmen, wie wir es auch bei den letzten gemacht haben. Wir unterstützen auch diesen Aufschlag für eine digitale Bildung in Hessen. Denn ja, wir brauchen einen Ausbau des WLANs selbstverständlich für alle Schulen. Wir brauchen eine langfristige Verstetigung des IT-Support für Schulen. Wir unterstützen eine Befassung der schulischen Bildung mit den Mitteln der Zukunft wie KI. Und wir sind uns sehr bewusst, dass die Lehrkräftebildung sich wesentlich mehr mit der Digitalisierung auseinandersetzen muss. Die vorliegenden Anträge zum Thema digitale Bildung zeigen, dass scheinbar eine Priorisierung bei den die Landesregierung tragenden Fraktionen erfolgt ist, in der Zwischenzeit zumindest in der Theorie. In der Praxis klaffen nach wie vor große Lücken. Und so beurteilen wir den Antrag von Schwarz-Grün. Ohne die kraftvolle Umsetzung Ihres Anspruches ist es nicht einmal das Papier wert, auf das es geschrieben ist. Vielen Dank. Wo kommen wir eigentlich her rund um das Thema digitale Schule in Hessen? Wir haben da gute Möglichkeiten, das zu überprüfen. In der letzten Wahlperiode hat der Landtag eine Enquete-Kommission mit dem Thema Kein Kind zurücklassen, Rahmenbedingungen, Chancen und Zukunft schulischer Bildung in Hessen eingesetzt, und die hat auch fleißig gearbeitet. Und ein Blick in den Abschlussbericht vom 28.03.2018 offenbart damit auch den Blick auf die Einschätzung der damaligen aktuellen Situation und die darauf getroffenen Absichtserklärungen. Auch hier ist eine Lücke zwischen Theorie und Praxis zu sehen. Die digitale Bildung hatte die Enquete-Kommission am 14.10.2016 auf der Agenda, also vor knapp 6 Jahren. Und mit welchem Innovationsvermögen die Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen die Themen diskutiert haben, hat sich gut an den geladenen Sachverständigen festmachen lassen. Der von der CDU als Experte bestellte Sachverständige für Digitalisierung war Professor Dr. Ralf Lankau aus Offenburg. Er wird im Abschlussbericht auf der Seite 132 zitiert mit den Worten, ich darf zitieren, Herr Präsident, die Einschätzung zum Thema Umgang mit Computern und digitalen Geräten, besonders im Bildungssystem, unterliegt einer großen Ambivalenz. Die digitale Zukunft wird auch von Bildungsforschern und Pädagogen kontrovers diskutiert, da schwer abzuschätzen ist, welche einschneidenden Veränderungen von Bildungsprozessen bewirkt werden können. Weiter findet er Erwähnung auf der Seite 134 mit den Worten, ich darf auch hier zitieren, Sachverständiger Lankau befürchtet dagegen als Folge eines breiten Einsatzes medialer digitaler Medien eine Wandlung der Schulen zu sogenannten digitalen Lernfabriken, in denen ein oberflächlicher Drill am Bildschirm die eigentlichen Bildungsprozesse verdränge und Lehrkräfte nur mehr als Begleiter und Coaches fungieren. Wir können nur mutmaßen, dass eine solche Form der Sachverständigenberatung dazu geführt hat, dass die Themen nicht mit der gebotenen Priorität auf der Agenda standen. Die schulische Realität ab dem Jahr 2020 hat aber gezeigt, wie rückwärtsgewandt diese Haltung schon im Jahr 2016 war. Nach vorne gewandt allerdings kann man die andere Einlassung des Sachverständigen Lankau bewerten. Ich zitiere ebenfalls von der Seite 134. Sachverständiger Lankau warnte ebenfalls vor dem Einsatz externer Server für schulische Lernprozesse. Die Daten der Kinder seien damit externem Zugriff ausgesetzt. Dem hessischen Datenschutzbeauftragten dürfen im Jahr 2021 diese Sätze sehr erfreut haben.
Sie zeigen allerdings auf, dass bereits im Jahr 2016 ein Problem beschrieben wurde, welches damit augenscheinlich bekannt war und bis heute nicht gelöst ist, und dessen Lösung, wie wir gestern in der Fragestunde zum Thema Videokonferenzsysteme zur Kenntnis nehmen konnten, noch lange nicht in Sicht ist, weswegen wir auch weiterhin im KPA nachfragen werden und, Herr Kultusminister, unter anderem auch zu der am 30.06. anstehenden Verhandlungen dazu im Europäischen Gerichtshof zu grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Fragen. Der beschlossene Bericht formuliert auf Seite 137 fünf wesentliche Handlungsempfehlungen. Diese waren: erstens, das Primat der Lehrkraft aufrechterhalten, digitale Systeme unterrichtsbezogen einsetzen. Zweitens, keine Anschaffung von Computern ohne Konzept. Drittens, Mediendidaktik in der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte aufnehmen. Und viertens, Kinder altersgerecht an digitale Systeme heranführen, ohne das analoge Lernen zu behindern, und fünftens die Privatsphäre von Kindern zu schützen. Beschlossen wurde das im Frühjahr 2018, und seither warten wir auf kraftvolle Initiativen. Aber das, was seither getan wurde, um die Schulen bei der Entwicklung von digitalen Bildungskonzepten zu unterstützen, was war das? Reichlich wenig, weswegen wir über eine sehr heterogene digitale Bildungslandschaft verfügen. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass bedürftige Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte dank der kräftigen Unterstützung des Bundes mit digitaler Infrastruktur durch die Schulträger ausgestattet wurden. Dies aber erst unter dem Druck von Corona und mit einer millionenschweren Finanzspritze eben genau des Bundes. Dabei wäre es so wichtig, dass über 30 Jahre nach Eröffnung des World Wide Web und der damit verbundenen rasanten Transformation unseres gesamten Lebens sich jemand verantwortlich fühlt, das Ganze auch an die Schulen zu bringen. Digitale Bildung, sowohl die Bildung mit digitalen Mitteln als auch Bildung in digitalisierten Prozessen, heißt Teilhabe in der modernen Gesellschaft und ist Voraussetzung für einen erfolgreichen und nachhaltig guten Start in die Arbeitswelt und den damit verbundenen neuen Herausforderungen. Wer den eigenen Schülerinnen und Schülern diese Möglichkeiten vorenthält, vergeht sich an ihrer Zukunft und damit auch an der Zukunft von Hessen. Und wir fordern das nicht nur, liebe Landesregierung, wir können Ihnen auch sagen, wie das geht, denn wir zumindest haben einen Plan dafür. Deswegen schlägt die SPD heute vor, ein dringend notwendiges Zentrum für Bildung in der digitalen Welt zu gründen. Dieses Zentrum soll befähigt sein, die unzureichenden Kompetenzen des bisherigen Haus der Medienbildung auszugleichen und endlich als zentraler Ansprechpartner für alle Belange digitalisierter Bildung zu dienen. Die Schulen und ihre Schulträger sollen Unterstützung hinsichtlich der Ausstattung und ihrer technischen Anforderungen bekommen. Die Aufgabe eines solchen Zentrums sind zum Ersten der Auf- und Ausbau der notwendigen technischen Infrastruktur. Denn selbst wenn der traumhafte Zustand in Hessen erreicht wäre, dass in allen Schulen flächendeckend WLAN vorhanden wäre, dann ist das immer noch zu kurz gedacht. Der Ausbau der Internetanbindung ist ein immerwährender Prozess. Die Datenmengen, die Schulen hoch- und runterladen müssen, und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die das Gleiche in der Schule tun, wächst stetig und bedarf in regelmäßigen Abständen einer Überholung der Internetanbindung und Serverkapazitäten. Zum Zweiten, die Entwicklung eines Landesmedienkonzeptes. Das war, wie wir lesen konnten, eine Empfehlung des Abschlussberichtes. Kein Computer kaufen ohne Konzept. Zum Dritten, die Entwicklung von effektiven digitalen Unterrichtsszenarien. Unterricht bedarf einer Didaktik, und eine Didaktik bedarf Material. Doch mit der Verschleppung der digitalen Ausrüstung der Schulen geht ebenso eine Verschleppung realistischer Handlungsempfehlungen im digitalen Unterricht einher. Wenn eine Lehrerin in Hessen noch immer mit Kreide, Overhead-Projektor und Schulbuch arbeiten muss, kann sie sich nicht mit den Möglichkeiten von Tablets und Computern auseinandersetzen. Wozu auch? Sie bekommt ja ohnehin keinen Zugriff darauf. Hier soll dieses Zentrum Abhilfe leisten. Während es auf der einen Seite die notwendige Infrastruktur aufbaut, realisiert es auf der anderen Seite bereits Unterrichtsmethoden für genau diese Infrastruktur. Zum Vierten, die Aus- und Weiterbildung des technischen und pädagogischen Personals. Es gehört sich nicht, dass die Mathe- oder Informatiklehrerin sich, wie üblich, um die IT der Schule kümmern muss.
Der Mathelehrer möchte sich nämlich um seinen Matheunterricht kümmern. Und daher ist es wichtig, dass die Schulen technisch geschultes Personal zur Seite gestellt bekommen. Auch das war ja Thema bei den Freien Demokraten. Das Zentrum für Bildung in der digitalen Welt wird dieses Personal stellen und dauerhaft ausbilden und schulen. Denn erneut ist es nicht nur die technische Ausstattung der Schule, sondern auch die Befähigung der hessischen Lehrerinnen und Lehrer, mit der digitalen Ausstattung zu arbeiten. Deswegen soll auch wieder die didaktischen und pädagogischen Herausforderungen investiert werden und das vorgestellte Zentrum eine Weiterbildungsoffensive für Lehrkräfte in Hessen starten, die diesen Namen tatsächlich verdient. Wir wollen die Schulen nicht im Stich lassen mit der Mammutaufgabe Digitalisierung, sondern ein zentrales und zuverlässiges Allround-Service-Paket bieten. Am Ende waren es nämlich die Schulen und die hessischen Lehrerinnen und Lehrer und die Schulträger, die das Versagen der Landesregierung kompensieren mussten und mit einem gewaltigen Mehraufwand Digitalisierung an die Schulen gebracht haben. Lehrkräfte sollen sich aber um ihre Schülerinnen und Schüler kümmern und nicht um Computer, Tablets und WLAN-Router. Frau Kollegin, gucken Sie bitte auf die Uhr. Ja, ich komme auf den Punkt. Wir machen mit dem Zentrum für Bildung in der digitalen Welt zumindest klare Vorschläge, wie das funktionieren kann. Und wir würden uns freuen, wenn sich die regierungstragenden Fraktionen entschließen würden, auch tätig zu werden und den Ball aufzunehmen. Wenn das so ist, helfen wir Ihnen gerne dabei. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächstes erstand eben schon Kollege Enners. Hat sich auch erst gelöst, das Problem. Der Zettel von Herrn Schulz ist für den Tagesordnungspunkt nach der Pause, hat sich aber in die Zettelwirtschaft hereingearbeitet. Bitte schön, Herr Enners, Sie haben das Wort. Mit mir gibt es ja in letzter Zeit so ein paar Schwierigkeiten. Ja. Alles gut. Jetzt kann ich da. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren, bis zur Einbindung von linker Politik war es unstrittig, dass Bildung die wichtigste Voraussetzung für den wirtschaftlichen Wohlstand unseres Landes war. Denn im Gegensatz zu anderen Ländern verfügt Deutschland nicht über ausreichend Rohstoffvorkommen, und die logische Konsequenz daraus war und muss auch weiterhin sein, eine exzellente Ausbildung für Schüler, Auszubildende und Studenten in diesem Land zu garantieren. Aber die Bildungsansprüche an die Vorgenannten nehmen aufgrund der nach links verschobenen Bildungsansätze immer weiter ab. Die Folgen dieser Bildungspolitik und dem damit verbundenen Sinken der Bildungsansprüche in Deutschland kann man im jährlich erscheinenden Bildungsmonitor ablesen. Danke. Hier rangiert Hessen seit 2 Jahren auf Platz 7 der 16 Bundesländer. Natürlich kann man sich auch auf die Schulter klopfen und sagen, immerhin ist Hessen 2020 von Platz 10 auf Platz 7 vorgerückt. Aber, meine Damen und Herren, Hessen ist in der Bildung nicht wirklich besser geworden, und dieses Vorrücken wurde auch nicht aus eigener Kraft geschafft. Der Grund für den Platzwechsel liegt vielmehr daran, und ich bin mir sicher, das wissen Sie auch alle, dass Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen in der Bildung so viel schlechter geworden sind, dass sie in der Tabelle hinter Hessen abgerutscht sind. Die hessische Bildungspolitik hat unserer Meinung nach zu viele Baustellen, bekommt davon kaum etwas fertig und setzt die Schwerpunkte stellenweise auch falsch. Meine Damen und Herren, somit muss man leider sagen, der hessische Bildungsplan ist im bundesweiten Abwärtstrend kein wirkliches Leuchtturmprojekt. Aber zumindest enthält der Koalitionsvertrag mit der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt wenigstens schon einmal einen Ansatz zur Digitalisierung der hessischen Schulen. Aber, meine Damen und Herren, die Forderung nach einer digitalen Bildung beinhaltet ein Problem, und zwar das Problem, dass es eine klassische digitale Bildung nicht gibt. Denn Bildung ist immer und auch notwendigerweise an Personen und an ein lebendiges Bewusstsein gebunden. Bildung ist die Eigenschaft einer Person und kein technisches Speicherformat.
So die Worte vom bereits bemühten Prof. Dr. Ralf Langau von der Offenburger Hochschule. Weiterhin gibt es auch keinen rein digitalen Unterricht, denn Unterricht ist immer die kommunikative Interaktion zwischen Lehrern und Schülern. Den digitalen Unterricht, den hier die FDP fordert, würde bedeuten, dass sich der gesamte unterrichtende Prozess der Bildung mit Einsatz digitaler Medien, auch mit Blick auf das Bildungsziel, grundlegend, aber in der Realität nicht umsetzbar, verändern würde. Aber der Bildungserwerb im Unterricht ist eben an bewusst miteinander kommunizierende Personen gebunden. Anders gesagt, Lernen ist ein hochgradig individueller und sozialer Prozess, der sich zu keinem Zeitpunkt digitalisieren lässt. Und aus dieser Feststellung lässt sich ableiten, der Unterricht und der Lernerfolg des Schülers steht und fällt mit der Einstellung und pädagogischen Kompetenz des jeweiligen Lehrpersonals. Meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland steht dem Fortschritt der Technik und auch der Digitalisierung durchaus positiv gegenüber. Wir sind aber nicht so naiv, blindlings in diesen Digitalisierungshype der FDP mit einzustimmen. Für uns ist Digitalisierung im Bildungsbereich ein technisches Hilfsmittel. Sie ist eine Erweiterung der Möglichkeit, um Bildung zu unterstützen. Für uns steht ganz klar der Lehrer und die Schüler im Mittelpunkt eines guten Unterrichtes und nicht eine überbordende Digitalisierung. Die Digitalisierungsfans hier im Hause werden diese Sichtweise sicher als rückständig oder ähnlich betrachten. Aber, meine Damen und Herren, eine andere Sichtweise ist nicht rückständig, wenn sie zur Besonnenheit mahnt und die Thematik einfach aus einem anderen, aber sachlichen Blickwinkel beleuchtet. Zusammengefasst kann man also sagen, die Digitalisierung kann den klassischen Unterricht nicht ersetzen, aber ihn ausgezeichnet unterstützen. Diese Sichtweise unterstützt auch die Hettich-Studie. Die Studie besagt zwar, dass der Einsatz digitaler Medien im Unterricht keinen nennenswerten Mehrwert bringt. Sie stellt aber darauf ab, was wir von der AfD schon immer sagen und auch in den Fokus stellen, und zwar, die Qualität des Unterrichts hängt insbesondere von der Fachkompetenz, dem Vermittlungsvermögen und der Lehrpersönlichkeit ab. Wilfried Boos, der Leiter der Telekom-Studie 2015, konstatierte, ich zitiere, die verstärkte Nutzung digitaler Medien führt offensichtlich nicht per se zu besseren Schülerleistungen. Vielmehr kommt es auf die Lehrperson an. Meine Damen und Herren, die Digitaleuphorie im Bildungswesen, wie die FDP sie hier im Antrag verkörpert, hat bereits Dämpfer erhalten, und zwar in den Ländern, die erste negative Erfahrung mit Digitalisierung von Schule gemacht haben. Die FDP möchte in puncto Digitalisierung im Bildungsbereich hier gerne auf der Überholspur fahren. Aber diese Straße, auf der Sie fahren wollen, der Herr Promny hat es ja schon festgestellt, ist im Moment wegen technischer Rückständigkeit im Lande gar nicht befahrbar. Meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland steht dafür, dass an jeder Schule ein Breitband-Internetanschluss und in den Klassenzimmern eine gewisse technische Mindestausstattung vorhanden sein soll. Diese Forderungen widersprechen nicht meinen eben gemachten Ausführungen. Aber der Einsatz digitaler Medien darf am Ende nicht zu einer Abwertung und schon gar nicht zu einer Verdrängung von klassischen Lehrmitteln führen. Ich sagte es bereits, digitale und nicht digitale Medien schließen sich nicht gegenseitig aus, sie ergänzen sich vielmehr. Dem hier vorliegenden Antrag der FDP sind keine didaktischen oder pädagogischen Konzepte und vor allem keine Reflexion über die finanzielle und lernpsychologische Auswirkung des sogenannten digitalen Lernens zu entnehmen. Ein Ansatz über eine Zuzahlungsbefreiung bei der Ausstattung an digitalen Endgeräten, z.B. für Schüler ab der Klasse 5 im Rahmen der Lernmittelfreiheit, was für viele ja auch durchaus wichtig wäre, ist in Ihrem Digitalisierungsantrag leider auch keine Silbe wert. Nichts von diesen wichtigen Dingen ist im Fokus des FDP-Antrags.
Meine Damen und Herren, für uns stellt sich der Antrag in dieser Form lediglich als typischer Schaufensterantrag dar, dem wir so auch nicht zustimmen werden. Für die AfD muss die Digitalisierung als Thema der Bildung stärker gewichtet werden. Dies ist unzweifelhaft. Aber wir sagen auch deutlich, eine vollkommene Digitalisierung von Schule, Lernen und Bildung ist dazu nicht erforderlich und auch eher kontraproduktiv. Überlassen wir es doch den in digitaler Medienkompetenz gut ausgebildeten Lehrern, wann und wie sie diese digitalen Medien zukünftig im Unterricht einsetzen wollen. Und hier sind wir am nächsten Punkt, der die digitale Überholspur der FDP ad absurdum führt. Die Medienkompetenz der Lehrkräfte ist noch gar nicht in dem Ausbildungsstand angekommen, der eine hessenweit flächendeckende, gleichmäßige Bildung in der Digitalisierung überhaupt zulässt. Und der Einsatz digitaler Medien sollte auch immer nach dem didaktischen Ermessen der Entwicklungsstufe der Schüler und der Lehrinhalte erfolgen. Selbstverständlich darf dabei die pädagogische Freiheit der Lehrerinnen und Lehrer nicht eingeschränkt und auch nicht limitiert werden. Zusammenfassend gesagt, stellen Sie, so wie wir von der AfD, die Lehrer und Schüler in den Fokus Ihrer Politik und nutzen Sie die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, als Ergänzung zu den klassischen Unterrichtsmedien. Überlassen Sie den Experten in den Schulen, also den Lehrern, die Entscheidung, wann, in welchem Umfang und wofür Sie die Technik einsetzen. Meine Damen und Herren, wir werden dem Antrag der FDP, ich sagte es bereits, so nicht zustimmen. Dem Antrag von CDU und Grüne kann man wegen einer gewissen Inhaltslehre überhaupt nicht zustimmen. Dem Antrag der SPD werden wir uns enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Dr. Falk gemeldet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei der FDP für die Wahl Ihres Setzpunktes bedanken. Sie haben sich für ein gutes und wichtiges Thema entschieden. Das schafft nicht jede Oppositionsfraktion. Wir hatten ja bereits im letzten Plenum festgestellt, dass wir bei vielen Themen der Schulpolitik in diesem Hause gar nicht so weit auseinanderliegen. Wir alle wollen das Beste für die Schülerinnen und Schüler in Hessen. Wir wollen die besten Bildungschancen, und zwar gleichermaßen für alle Schülerinnen und Schüler. Und wir wollen die beste Ausstattung für unsere Schülerinnen und Schüler. Und dazu zählt insbesondere die digitale Ausstattung der Schulen. In der Überschrift des FDP-Setzpunktes heißt es, Bildung ist in Zukunft digital. Diese Aussage ist aufgrund der richtungsweisenden Arbeit der Hessischen Landesregierung nicht mehr aktuell. Schule ist nämlich heute schon digital. Richtiger müsste es heißen, Bildung ist in Zukunft noch digitaler. Lassen Sie mich an dieser Stelle hinzufügen, damit keine Missverständnisse aufkommen. In Zukunft ist Schule nicht nur noch digitaler, sondern auch noch sozialer, noch chancengerechter, noch gesünder, noch berufsorientierter und noch individueller fördernd. Der FDP-Antrag reiht viele wichtige technische Begriffe aneinander, und das ungeübte Auge könnte leicht den Eindruck erhalten, hier steht allein die Digitalisierung im Mittelpunkt. Für die CDU-Fraktion bekenne ich ganz freimütig, bei uns steht der Mensch, die Schülerin und der Schüler im Mittelpunkt. Digitale Medien sollen da eingesetzt werden, wo sie der persönlichen Weiterentwicklung und dem Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler dienlich sind oder im Schulalltag organisatorische Angelegenheiten vereinfachen.
Wir wollen keinen Einsatz von digitalen Medien, nur der Medien wegen. Soziale Kontakte, gemeinsame Erlebnisse, persönliche Zusammenarbeit sind gerade in dieser Zeit besonders wichtig. Das sollten wir bei der Diskussion um Digitalisierung in den Schulen nicht aus den Augen verlieren. Wir sind uns in diesem Hause aber alle einig, dass die Hessische Landesregierung die Digitalisierung in den Schulen schon stark vorangebracht hat und auch weiter voranbringt. Hessen hat wie kein anderes Bundesland aufgestockt auf den Digitalpakt. Wir sind deutschlandweit auf Platz 1. Lassen Sie mich das uns vielleicht noch mal kurz gemeinsam in Erinnerung rufen. Der Digitalpakt für den Aufbau der digitalen Infrastruktur. Hessen bekommt vom Bund, und ich darf an der Stelle schon hinzufügen, das war noch die alte Bundesregierung unter CDU zusammen mit der SPD, bekommt vom Bund 372 Millionen Euro. Hessen stockt auf 500. Annex 1, Schülerendgeräte, 37,2 Millionen vom Bund, aufgestockt auf 50 Millionen Euro. Wie viele Leihgeräte, Herr Promny? 87.300 Leihgeräte. Annex 2, Aufbau von IT-Support-Strukturen, 37,2 Millionen Euro, aufgestockt auf 50 Millionen Euro. Annex 3, Lehrerendgeräte, 37,2 Millionen, Land Hessen stockt auf 50 Millionen. Sind wie viele Leihgeräte? 73.400 Leihgeräte. Das sind die Summe, das sind in Summe 650 Millionen Euro in den letzten 3 Jahren von Bund und Land. Die Ampel in Berlin steht leider im Bereich Bildungsaufgaben im Moment auf Rot. Während der Bildungsetat des Bundes seit vielen Jahren stetig gewachsen ist, zu Recht gewachsen ist, wurden von der Ampelregierung die Ausgaben jetzt leider drastisch gekürzt. Das ist nicht zukunftsweisend und bereitet uns in Hessen große Sorgen. Lassen Sie mich noch einige Fakten vorbringen. Die Giga-Anbindung der Schulen im Jahr 2019 30%, Dezember 2021 sind wir bei 77%. Wir haben 50 Fortbildungsangebote im Bereich Medienbildung und Digitalisierung pro Woche von der Hessischen Lehrkräfteakademie. Das sind 2.000 pro Jahr. Das ist eine unheimlich tolle Leistung, und die werden sehr gut nachgefragt. Die Digitalisierung ist als Schwerpunkt in allen 3 Phasen im neuen Hessischen Lehrkräftebildungsgesetz verankert. Die Schulen haben über das Hessische Schulportal Zugriff auf das Portal EduPool der Medienzentren. Und um den Landkreisen und Städten als Schulträger noch stärker bei der Beantragung der Mittel aus dem Digitalpakt zu helfen, hat die Landesregierung die Taskforce Digitalpakt ins Leben gerufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Sie bekommen eine ganze Reihe positiver Rückmeldungen, was alles, vor allem Positives, in den Schulen geschehen ist, seit die Corona-Pandemie uns belastet. Die IT-Ausstattung hat sich deutlich verbessert. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Rückmeldungen, da geht es Ihnen wahrscheinlich genauso wie mir, dass einiges noch nicht so gut läuft. Und ich möchte an dieser Stelle auch nicht nach Schuldigen suchen, sondern nur analysieren, in wessen Zuständigkeitsbereich diese Punkte fallen, um dann gemeinsam zu überlegen, wie wir die Dinge zusammenführen können. Ein Großteil der Kritikpunkte, die mich erreichen, betreffen die WLAN-Versorgung von Klassenräumen, die Administrierung der digitalen Endgeräte, den Support der IT-Infrastruktur und vieles mehr. All diese Punkte fallen in den Kompetenzbereich der Städte und Landkreise als Schulträger. Die Vergangenheit hat vielfach gezeigt, dass es hier deutliche Unterschiede zwischen den Schulträgern gibt. Und ich wiederhole es noch einmal. Es geht hier nicht darum, jemand einen schwarzen Peter zuzuschieben, sondern die Städte und Landkreise leisten vielfach eine wichtige und gute Arbeit. Aber wenn wir Chancengerechtigkeit wirklich ernst nehmen, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler nicht vom Standort der Schule abhängig ist. So gibt es beispielsweise Schulträger, die den Schulen das nackte iPad bzw. Laptop als Lehrerendgerät zur Verfügung stellen und die Lehrkräfte dann selbst sehen müssen, was sie damit anfangen. Andere Schulträger besprechen mit den Schulen die gewünschte Konfiguration und die benötigten Apps. Einige Schulträger fragen die Lehrkräfte, welchen Gerätetyp sie benötigen, andere nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch etwas zur Medienbildung in Hessen sagen. Bereits vor der Pandemie wurden die Ressourcen für die Fachberatung Medienbildung verdoppelt. Die Fachberaterinnen und Fachberater für Medienbildung in Hessen arbeiten eng in einem Netzwerk zusammen, moderiert durch das Hessische
Kultusministerium und in Kooperation mit der Hessischen Lehrkräfteakademie. Hier werden neue Unterrichtskonzepte und IT-Ausstattungsrichtlinien entwickelt. Hier wird eine wichtige und sehr kompetente Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür. Gleiches gilt für die Medienzentren in Hessen, die untereinander bestens vernetzt sind, Lehrkräfte und Schulen vor Ort unterstützen und eng mit der Fachberatung Medienbildung in Hessen zusammenarbeiten. Medienbildung, Digitalisierung ist eine neue Kulturtechnik, wie Rechnen, Schreiben und Lesen, die in jedem Schulfach stattfinden soll und auch stattfindet. Trotzdem gibt es auch gute Argumente, bin ich ganz bei Ihnen, für ein Unterrichtsfach Informatik oder digitale Grundbildung. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung in Berlin heißt es, ich zitiere, gemeinsam mit den Ländern werden wir die Einrichtung, den Betrieb und die Vernetzung von Kompetenzzentren für Digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung fördern und eine zentrale Anlaufstelle für das Lernen und Lehren in der digitalen Welt schaffen. Zitat Ende. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt werden soll und wie sich der Bund hier einbringen will. Wir haben einen klaren Plan für die digitale Transformation des Schulbereichs. Dieser besteht in der Zusammenführung von Pädagogik, Schul- und Bildungsverwaltung. Dieses Ziel bildet sich im Hessischen Kultusministerium auch organisatorisch ab, seit dem 1. Oktober in der neu geschaffenen Digitalisierungsabteilung, die die Digitalisierungsaktivitäten im pädagogischen Bereich und im Schulverwaltungsbereich bündelt. Wir werden das Programm Digitale Schule Hessen zu einer Gesamtstrategie weiterentwickeln, die auch den Bereich digitaler Lösungen in der Schulverwaltung umfasst. Abschließend möchte ich festhalten, in Hessens Schulen hat sich viel getan, es gibt noch viel zu tun, und wir haben dafür den richtigen Plan. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Falk.